Hallo und herzlich willkommen im Wald. Heute mal mit den Kanal-Update-News. Vierteljährlich war ja der Plan, mache ich so mal ein kleines Update, was bei mir so Neues gibt, was so ansteht. Das beinhaltet auch ein bisschen Eigenwerbung, die ich nicht kennzeichnen muss, weil es offensichtlich Eigenwerbung ist. Also wundert euch nicht, wenn ich Werbung mache, aber nicht ausdrücklich Werbung irgendwo im Bild steht. Das ist tatsächlich bei ein Mensch schreibt ein Buch und hinterher macht er ein Video, wo er sagt, kauft mein Buch. Ja, das ist mein Buch, das habe ich geschrieben und ihr sollt das jetzt kaufen. Das ist dann so offensichtlich Werbung, dass auch der Gesetzgeber davon ausgeht, dass hier eine Kennzeichnung dieser offensichtlichen Werbung als Werbung nicht erforderlich ist. Der Sinn und Zweck von Werbung, der Werbekennzeichnung ist ja, dass man einen redaktionellen Inhalt, also da hat sich jemand Gedanken gemacht zu dem, was er so erzählt und hat dazu recherchiert etc. pp. Von das hat er bezahlt bekommen, was er hier jetzt gerade erzählt, oder dafür irgendeine Vergünstigung gekriegt, kann ja auch eine Sachleistung gewesen sein, dass sowas halt klar getrennt ist und für den Zuschauer eindeutig zu erkennen ist, um was es sich gerade handelt. So, und wenn ich sage, dass ihr eine Führung mit mir machen könnt, dann ist das so offensichtlich Werbung, dass ich da nicht hinschreiben muss, dass es sich um Werbung handelt. Ne? Nur für diejenigen, die da gerne mal entsprechend rumnölen, dass ich das doch hätte kennzeichnen müssen. Ich habe mir diesbezüglich sehr gut die Rechtslage angeguckt und kann mir nicht vorstellen, dass ich da bisher irgendwelche gröberen Schnitzer gemacht habe. So, das zum Ersten. Ich quatsche einfach so frei Schnauze. Zum Zweiten, ihr seht, ich laufe rum und wir haben ein ziemlich wackelfreies Bild. Wie kommt das denn zustande? Ist das neu? Ja, das ist neu. Und das wird uns in Zukunft auch immer häufiger mal begleiten. Hat mehrere Gründe. Das ist eine GoPro Hero 9 Black, irgendwie sowas. Nachdem ich jetzt rausgefunden habe, dass es kurz vor Rauskommen der 11 ist, der GoPro 11, und die wohl bald erscheinen soll, ärgere ich mich jetzt auch ein ganz kleines bisschen, dass ich mir ausgerechnet jetzt die 9 gekauft habe. Die wäre natürlich dann nochmal billiger gewesen, wenn es eine 11 gibt. Derzeit gibt es nämlich über der 9 nur noch die 10. Und egal. Jedenfalls, das Ding hat im Wesentlichen alle Funktionen, die ich so brauche. Nämlich auch ein Frontdisplay. Das heißt, man kann auch ein bisschen gucken, was gerade im Bild ist. Und das ist ein ganz riesiger Vorteil. Und zweitens kannst du da noch diverse Mikrofone anschließen. Das relativ einfach, sodass der Ton halt eben nicht auf Action-Kamera-Blechkastenniveau, sondern ein bisschen was Besseres ist. Ne? So, kurz Gegenverkehr abwarten, dann geht's weiter. Ja, also, Ton war halt ein wesentlicher Knackpunkt und es lassen sich ziemlich gut verschieden große und verschieden wirkungsreiche Windpuffer an dem Ding befestigen, so dass ich also auch bei stärkerem Wind einigermaßen zu verstehen sein sollte. Ach, so, und momentan habe ich auch gerade das bessere Mikro dran. Ich muss dann irgendwann mal demnächst noch ausprobieren, wie denn das mit dem eingebauten Mikro eigentlich ist. So schlecht ist das nämlich inzwischen auch nicht mehr, wie das mal früher der Fall war bei Action-Kameras. Aber ja, also ich bin eigentlich bisher, ja, das sind sauschwierige Lichtverhältnisse gerade, aber ich bin eigentlich mit dem Ding bisher sehr, sehr, sehr zufrieden. Sie ist für eine Actionkamera gar nicht mal so unschwer. Das heißt, ich trainiere hier ordentlich meinen rechten Bizeps. Oh, aber geht alles. Und ja, wird uns also jetzt häufiger mal begegnen. Einer der Gründe war erstens, ich wollte eine Actioncam haben, wenn ich einfach nicht schwer schleppen will für längere Touren, die dieses Jahr wieder anstehen nach Corona-Pause. Endlich mal wieder anstehen. Und außerdem war mir halt wichtig, auch eine vernünftige Bildstabilisierung zu haben. Weil wenn man sich jetzt so die Bildqualität anguckt, die ist inzwischen mit meiner Sony ziemlich vergleichbar. Ja, je nachdem, unter welcher Situation, mal ein bisschen weniger gut, manchmal sogar ein bisschen besser, aber die Bildstabilisierung ist halt wunderbar. Und das Gewackel, die Gewackelkamera, sobald ich mich bewege, die ist mir persönlich einfach auf den Keks gegangen. Ja. Drum, das sind so die wesentlichen Gründe. Ach, und bei meiner Sony, da könnt ihr bei den alten Videos mal drauf achten, falls ihr es nicht schon gemerkt habt, hat die ein Problem mit dem Fokus im Hintergrund. Also ich sitze da, ich erzähle was und der Hintergrund
wird ein bisschen unscharf, wird wieder scharf, wird wieder ein bisschen unscharf, wird wieder scharf. Mein Gesicht bleibt scharf. Also das funktioniert, die Gesichtserkennung. Nur sobald die Kamera ein Gesicht erkennt, funktioniert es mit der Fokussierung vom Rest nicht mehr. Dass sie da dann dauernd rum experimentiert, ob sie es denn richtig eingestellt hat. Das hat sie früher nicht gemacht. Ich habe auch nicht an den Einstellungen rumgefuscht. Ich habe es auch mehrfach auf System, auf Standardeinstellung zurückgesetzt. Und dann macht es immer noch. Also irgendwas scheint da kaputt zu sein. Ich weiß nicht, was ich da angerichtet habe. Vielleicht weiß es jemand und kann mir da diesbezüglich noch einen Tipp geben. Sobald kein Gesicht im Bild ist, funktioniert die Kamera noch wunderbar und einwandfrei. Und ich werde sie auch benutzen, wann immer ich im größeren Stil was drehen möchte, wo eben kein Gesicht, also meins, im Bild ist. Also wenn ich zum Beispiel zu diesem Bestand hier hinter mir was erzählen wollen würde, dann kann ich das natürlich auch auf diesem Wege tun. Ja, ihr erkennt schon grob das Bestandesbild, das funktioniert. Ja, ich kann die Kamera auch umdrehen, aufs Display gucken und sehe, was die Kamera sieht. Und dann klappt es erst recht. Übrigens hatte ich auch ein Frontdisplay, das heißt, ich sehe auch mich beim Quatschen, wenn ich es nicht aus Akkuschongründen eingestellt hätte, dass es nach 2 Minuten ausgeht. Das heißt, momentan sehe ich gerade nichts. Gut, egal. Jedenfalls, diese technischen Gründe liegen halt der Entscheidung jetzt zugrunde, dass ich jetzt auch mal auf die Actioncam umgestiegen bin. Außerdem, ganz viele Leute, die ihr möglicherweise vielleicht auch guckt, neben mir. Ja, ihr dürft auch andere Leute neben mir gucken. Ich habe hier keinen allmächtig Alleinstellungs- oder was auch immer Anspruch. Egal. Jedenfalls, die haben auch solche Dinger im Einsatz. Ich weiß nicht, ob die nicht schon das 10er Modell haben, aber das sieht ja auch gut aus. Und da dachte ich mir, da schließe ich mich jetzt einfach mal an und besorge mir auch so ein Ding. Weil so unendlich teuer sind die jetzt auch wieder nicht. So, so viel zur Technik. Dann wollte ich noch mal kurz ein letztes Mal über Seven vs. Wild reden. Das ist dann aber auch wirklich, wirklich fertig für diejenigen, die das gar nicht interessiert hat. Das sind auch einige. Da bedanke ich mich, dass ihr trotzdem am Ball geblieben seid und in der Lage wart, die unglaublich nützliche Fähigkeit, die ich manchmal auch beherrsche, einzusetzen. Wenn dich was nicht interessiert, dann guckst du dir halt nicht an. Und das kommentarlos. Also vielen herzlichen Dank an alle, die dazu in der Lage waren. Es gab auch ein paar, die waren zumindest zum kommentarlosen Nicht-Angucken nicht in der Lage, aber auch nur sehr wenige. Und ja, wenn es euch nicht interessiert hat, ist das ja auch ganz überhaupt gar kein Problem mit ganz vielen Überhaupts. Aber nur damit das wisst, falls ihr mir das gönnt, wenn nicht, dann ist es trotzdem so, das war schon lukrativ. Ne? Also für diejenigen, die da jetzt gar nicht reingeschaut haben bei den entsprechenden Videos, habe ich 20.000 neue Abonnenten, wahrscheinlich nur durch den Krempel, die übrigens jetzt auch fleißig mitgucken und fleißig dabei sind. Das heißt, in Gesamtaufrufzahlen meiner Videos sind angestiegen. Natürlich wird auch ganz viel altes Zeug noch nachgeguckt. Und ja, das merke ich schlicht und ergreifend dann schon auch irgendwo ein bisschen auf dem Konto. Und das freut mich sehr, dass ich da noch ein bisschen mehr Reichweite bekommen habe. Das ist also wirklich ganz, ganz toll. Und an dieser Stelle dann also nochmal ein herzliches Willkommen an die, falls ihr es nicht schon mitbekommen, noch nicht mitbekommen habt, dass ich euch persönlich willkommen geheißen habe, an die Neuabonnenten, die da in der letzten Zeit scharenweise für meine Verhältnisse dazugekommen sind. Ja, das ist sehr schön. Gut, bezüglich Geld. Nur damit wir ein bisschen transparent sind. Was verdient man denn, wenn man für seine Verhältnisse ein ziemlich virales Video hat? Und danach noch eins. Und noch eins. Und noch eins und noch eins. Ja, nur damit wir da mal ein bisschen drüber gesprochen haben. Ich sag mal so, die sehr, sehr großen Leute auf YouTube, die müssen wirklich schweinereich sein. Kein Wunder, dass die ungern drüber sprechen. Also so ein Dagi-Bee-Viech oder wie die alle heißen. Ja, die müssen wirklich Geld wie Heu haben inzwischen bei den Aufrufzahlen, die da um die Ecke gekommen sind. Also wirklich. Ja, das ist schon krass. Jedenfalls in Anbetracht dessen, dass jetzt alleine eben die paar Seven vs. Wild Videos, alleine die für einen ordentlichen Outdoor-Urlaub inklusive Anreise, Verpflegung und noch 2-3 Stück neue Ausrüstung. Ja, das könnt ihr euch jetzt selber ausdenken, wie viel das ist. Völlig ausreichend. Da möchte ich wirklich nicht wissen, was
ja, man als richtig, richtig, richtig großer YouTuber verdient. Und man fühlt sich auch so ein klein wenig schlecht, weil das jetzt plötzlich vom Himmel fallende Geld, ja, so in Anführungszeichen, in keiner Relation zum Aufwand für die entsprechenden Videos steht. Das ist wirklich was, da muss man lernen, mit umzugehen. Zum Beispiel, ich war ja auch auf Teneriffa und habe zu Teneriffa eine Ökologie von Teneriffa-Reihe gemacht. Die haben die meisten von euch garantiert nicht gesehen. Und das ist auch in Ordnung, grundsätzlich. Und ich wollte das auch so ausführlich machen. Also einmal die komplette Ökologie von der Insel, mehr oder weniger. Weil ich da einfach enorm Spaß dran hatte, mir selbst auch ein für mich recht neues Ökosystem zu erschließen. Und meine Hoffnung war, ja gut, ein paar Leute könnte das interessieren, ist jedenfalls einmalig auf YouTube und gibt's so nicht. Das stimmt auch, gibt's so überhaupt nicht. In der Ausführlichkeit, das ist quasi mehrteilige Vorlesungsreihe auf, jetzt bin ich mal so frei, Uniniveau, eben zu Teneriffa. Gut, und den Kanarischen Inseln insgesamt. Das war dann doch vielen Leuten zu speziell. Außerdem, wenn du da gar nicht bist und nicht vorhast, dahin zu gehen. Und wenn du doch dahin gehst, dann willst du vielleicht nicht so genau wissen, was es da gibt. Ja, dann interessiert dich das natürlich auch nicht sonderlich. Und dann musst du dich auch nicht stundenlanges Zeug diesbezüglich antun. Das verstehe ich ja. Ja, aber worauf ich hinaus will, also nicht, dass ich irgendjemand böse bin, das nicht angeguckt zu haben, gar nicht. Worauf ich hinaus will, ist, da drin steckt, boah, so 2 Wochen Vorbereitung, eine Woche, ja gut, ich habe ja nicht die ganze Zeit, die ich da war, gedreht, aber eben auch sehr viel konzentrierte Dreharbeit und nochmal gut eine Woche, anderthalb Wochen, sowas um den Dreh an Nachbereitung und an Schnitt und so weiter und so fort. Also schon für meine Verhältnisse ziemlich viel Arbeit. Gerade auch die Vorbereitung, die Recherche, das Lesen von Fachliteratur, das hat mir zwar auch Spaß gemacht und bringt mich natürlich auch persönlich weiter. Ja, das ist immer man kann nie sagen, bei dem, was ich so tue, das ist jetzt nur fürs Video. Es ist ja auch immer für hinterher weiß ich's und dann weiß ich noch mehr und das ist toll, das macht Spaß. Aber ja, einfach wenn man mal die Zeit nimmt und die so insgesamt ein bisschen über dreistelligen Einnahmen, ja? Also ein bisschen über dreistellig heißt nicht fast vierstellig, sondern ihr wisst schon, wie ich meine, die diese ganze Teneriffa-Geschichte mir eingebracht hat. Ist das ein Stundenlohn, der ist lächerlich niedrig. So im Vergleich dazu, für das Seven vs. Wild Gedöns, so das erste, das, als ich das letzte Mal geguckt hatte, hat es irgendwie 160.000 Aufrufe gehabt. Inzwischen mit Sicherheit, keine Ahnung wie viel, aber viel offensichtlich, da da ja auch viel Kohle bei rumgekommen ist. Und der Arbeitsaufwand für dieses Video, der bestand in 2, 3, 4 Folgen Seven vs. Wild gucken, 10 Minuten in den Wald fahren, nochmal 10 Minuten, bis ich dann an dem Platz saß, wo ich saß. Und dann, ja, weiß nicht, ich glaube eine Stunde oder was quatsche ich da, eben eine Stunde, um eine Stunde zu quatschen und dann gleiche Zeit zum Zurückfahren. Schnitt bestand darin, einen dummen Spruch am Anfang hinzuzufügen. Bei dem einen Schnitt, der im Video ist, noch die beiden Ecken abzuschneiden. Zeitaufwand 7 Minuten. Und den Rest hat der Computer alleine gemacht. Dann musst du nur noch auf Rendern drücken, dann musst du auf Hochladen drücken und dann ist das erledigt. Und dann noch kurz ein Momentchen warten, bis das dann online verfügbar ist. Und das war mein Arbeitsaufwand für dieses Video. Ja, und da steht also der Stundenlohn. Es ist lächerlich, ja. Ja, und da habe ich nochmal schnell nachgeschaut, was denn da eigentlich für Zahlen stehen. Dazu muss man dazu sagen, YouTube mag es nicht, wenn man konkrete Einnahmen von, also wirklich die konkrete Zahl irgendwie publiziert. Das mögen sie nicht so. Das ist ihnen soweit egal, wie es ganz kleine Zahlen sind. Das motiviert nur Leute auch mit YouTube anzufangen, dass man schon mit wenig Aufwand ordentlich Kohle verdienen kann. Bei ganz großen Zahlen muss man aber ein bisschen vorsichtig sein, habe ich mir sagen lassen. Steht auch tatsächlich so im Vertrag, den ich ja mit YouTube habe. Ne? Die arbeiten für mich, ich arbeite für die. Die stellen halt Software, Plattform, Vermarktung, Algorithmus etc. pp. Ich stelle das Videomaterial. Finde, das ist ein ganz fairer Deal, immer noch. Wie dem auch sei jedenfalls, so ganz genau mögen sie das nicht. Aber
Ich habe mir jetzt mal doch grob so ein klein wenig ausgerechnet, wo denn dieser Stundenlohn denn nun liegt. Und für die Teneriffa-Geschichte liegt der so ungefähr bei ja sowas um die 1 Euro pro Stunde Arbeit, die ich da dran hatte. Ein Ticken drunter eigentlich. Und im Vergleich dazu zu sämtlichen Seven vs. Wild Krempel, also wenn man den zusammen addiert, das erste Video, da ist natürlich nochmal krasser, aber wenn man die ganzen Seven vs. Wild Sachen zusammen addiert, dann liegt da der Stundenlohn so um die ja, 500, 600, ja, so mal ganz, ganz grob. Und das ist natürlich krank. Das lässt einen schon ein bisschen zweifeln an. Ja, also ich bin ja Teil der Social Media Landschaft. Das ist so, dazu stehe ich auch. Ich hoffe, ich bereichere sie und mache sie nicht noch schlimmer in den meisten Fällen. Ja? Und. Aber deswegen kann man ja trotzdem, auch wenn man selbst davon profitiert, mal in Frage stellen, was dieser Quatsch eigentlich soll. Ja, und so gesehen kann ich auch ein bisschen, auch wenn es mich im ersten Moment aufregt, einen Kritiker verstehen, der einem in die Kommentare schreibt von wegen, such den richtigen Job. Ja, sowas in diese Richtung. Na, es ist nicht freundlich und es ist auch nicht angemessen, aber ja, ein Stück weit kann ich es wirklich verstehen. Ja, und mir ging es auch schon also zum Beispiel, wenn man sich jetzt irgendwelche Müll produzierenden Riesen-YouTuber anguckt, die wirklich keinerlei. Also ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, ja, aber es gibt schon einige große YouTuber, die wirklich fragwürdiges Zeug produzieren, ja, auch am Rande der Illegalität, und damit meine ich jetzt nicht Waldübernachtung, sondern ja, irgendwelche, ja, ich brauch keine Beispiele bringen, ne? Ihr wisst, was ich meine, denke ich. Und was die damit verdienen, ohne in ihrem Leben irgendwas gelernt zu haben, was irgendwas damit zu tun hat, was sie jetzt tun beruflich. Einfach nur, indem sie zum Teil einfach auch Assi sind und vor der Kamera hocken. Das ist schon fragwürdig. Und so gesehen kann ich also die grundsätzliche Kritik, dass man da plötzlich fürs Nix-Tun mit Geld überhäuft wird, das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Damit ich da allerdings jetzt persönlich mit leben kann, gehe ich einfach davon aus, dass das so eine rückwirkende Zahlung für meine bisherige Arbeit gewesen ist. Das ist natürlich Quatsch. Aber ich versuche mir das einzureden, damit ich da keine Komplexe im Hirn bekomme. Ne? Gut, also dann haben wir darüber auch mal wieder geredet. War mir jetzt mal wichtig. Adventskalender, wie ist der gelaufen? Können wir vielleicht auch noch ein kleines Fazit ziehen. Ich kann nicht genau sagen, wie viel daran auch der ganze Seven vs. Wild Schub in Anführungszeichen, also der Hype Train, auf dem ich fröhlich mitgefahren bin, irgendwo zweite Klasse auf Waggon 5, obendrauf. Ja. Der hat natürlich auch nochmal einen Einfluss auf die Adventskalendergeschichte gehabt. Und der Adventskalender an sich war aber auch lukrativ, ne? Also wenn man jetzt mal die Seven vs. Wild Sache als einmaliges, nie wiederkehrendes Ereignis abstempelt, was ich versuche zu tun, weil wenn du sowas versuchst zu wiederholen, dann wirst du blöd bei. Das ist sicher nicht gesund, zu versuchen, das unbedingt nochmal zu wiederholen. Daher stempel ich das als Einmalerlebnis ab und freue mich über die auch wirklich lukrativen Einnahmen vom Adventskalender. Damit war da auch der Arbeitsaufwand in einem guten Verhältnis zu dem, was da rausgekommen ist. Da freue ich mich also auch sehr drüber. Man kann es nicht vorhersagen in vielen Fällen. Zum Beispiel nochmal aus der finanziellen Wunderkiste gesprochen. Vielleicht erinnert ihr euch, irgendwann war ja mal der Holzpreis sehr hoch. Und da habe ich für meine Verhältnisse hingerotzt und hingeschissen, auch wenn es vielleicht für euch nicht so geklungen hat. Aber für meine Verhältnisse einfach nur mal eben, ach ja, Holzpreis, ja, könnt schon mal eigentlich mal was zu erzählen. Hockst dich mal kurz hin, recherchierst eine halbe Stunde, erinnerst dich an ein paar Sachen von früher, stellst ein paar logische Schlussfolgerungen an, und erzählst kurz ein bisschen was dazu. So, und das hatte dann auch innerhalb von relativ kurzer Zeit, weil scheinbar viele Leute interessiert hat, warum denn der Holzpreis gerade so hoch ist. Da kamen mir natürlich auch wieder die äußeren Umstände kamen mir da sehr, sehr entgegen, ne? Das haben auch viele Leute gesehen, die nicht meine Abonnenten sind. Und das war dann auch relativ schnell über 100.000 von den Aufrufen her. Und ja, das ist lukrativ.
Also es ist schon wirklich eine komische Sache mit dieser Social Media Welt. Übrigens, ich bin absichtlich abends unterwegs. Ich möchte mal wissen, wie die Low-Light-Performance von meiner Kamera, apropos, wo bin ich denn hier eigentlich? Ah ja. wie die Low-Light-Performance, wie man so schön sagt, von meiner Kamera so ist. Und wenn ihr dann irgendwann nichts mehr seht, dann hört ihr mich wenigstens noch. Gut, das weiß ich nämlich noch nicht, ob die da einigermaßen mithält. Man sagt ja, Action-Kameras sind bei schlechtem Licht dann relativ schnell an ihren Grenzen. Die haben ja nur einen kleinen Sensor. Das hat ein Handy aber auch. Also, und die können ja auch schon ziemlich viel heutzutage. Und auch die GoPro hat ja eine relativ gut verbaute Software. Egal, ja, noch nicht so viel zu Kameratechnik erzählen. Ja, dann. Das war also, was war. Jetzt kommt so ein bisschen, was ist. So, jetzt plötzlich in einer anderen Location, bei anderem Wetter und anderer Situation. Ziemlich kalt übrigens, egal. Ich habe nochmal wegen den Führungen nochmal ein bisschen, hatte ich ursprünglich in dem letzten Teil, wo ich durch den Wald geschlichen bin, hatte ich auch was zu den Führungen erzählt. Aber da hat sich inzwischen noch ein paar Neuigkeiten ergeben und ein paar Sachen sind inzwischen fix, die da noch nicht fix waren. Und darum habe ich gedacht, ich nehme das einfach gleich nochmal auf. Und zwar mit eben allen wichtigen aktuellen Informationen. Und das machen wir jetzt. So, erstens, neue Führung für diejenigen, die die anderen zwei vielleicht schon kennen oder gegebenenfalls für die, die anderen zwei zu weit weg sind und wer ein bisschen weiter im Norden wohnt oder ein bisschen weiter im Osten, für den könnte das ganz interessant sein, die neue Harzführung. Wichtig. Die ist so neu, dass ich euch noch gar nicht 100% sagen könnte. Also das verrate ich vorher sowieso nicht. Aber ich kann euch weder den genauen Treffpunkt verraten, selbst wenn ich es wollte, noch die genaue Route oder was exakt thematisch Teil der Führung sein wird. Genau kann ich es noch nicht sagen. Warum nicht? Weil das die Route, die ich ursprünglich vor Corona mal konzipiert hatte. Darum gab es auch lange Zeit keine dritte Führungsoption, beziehungsweise keine weitere Führungsoption. Das sollen ja irgendwann noch mal mehr werden. Gar kein Thema. Aber gab es deswegen nicht, weil ich eben Corona-bedingt sehr schwer planen konnte und das war alles ein bisschen doof. Aber wem erzähle ich das? Dass Corona für uns alle doof war, ist ja nichts Neues. Oder doof ist. Ist ja immer noch nicht vollständig vorbei, beziehungsweise mag vielleicht eventuell nochmal wiederkommen. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Egal, jedenfalls die Harzgeschichte hängt halt so ein bisschen jetzt davon ab, was auch sich seit A, Corona und B, weiteren Borkenkäferaktivitäten im Harz verändert hat. Darum muss ich da noch mal ein bisschen was umstrukturieren. Ich sage euch aber mal grob, was geplant ist, bevor ihr die Katze wirklich 100% im Sack kaufen sollt. Themenschwerpunkt. Also meine Führungen haben jeweils immer so einen gewissen Themenschwerpunkt. Der spielt vielleicht für 25% der Führungsdauer eine größere Rolle. Der Rest ist Allgemeines, was man da so im Wegesrand findet. Und was sich einfach durch die Topografie, durch die Landschaft, durch auch die Fragen der Teilnehmer und das, was einfach gerade auch jahreszeitlich gegeben ist, ergibt. Ja, beispielsweise im Frühjahr kann ich was zu Frühjahrsblühern erzählen, im Herbst nicht. Im Herbst kann ich dafür was zu Besonderheiten im Herbst erzählen, im Frühjahr eher schlecht. Ja, also solche Sachen. Und darum gibt es auch schon eine gewisse Varianz und ja, grober Themenschwerpunkt im Harz wäre dann die historische Waldnutzung. Und zweiter grober Themenschwerpunkt, auf den wir uns auch ein bisschen fixieren wollen, wäre tatsächlich generell einfach mal ein bisschen die Waldnutzung. Ja, also ein bisschen mehr Forstwirtschaft, als das auf den anderen Führungen der Fall ist. Eine gewisse Rolle spielt die immer. Man kann die halt nun mal in einem Wirtschaftswald nicht ignorieren. Das wäre schlecht, da das nun mal ein ganz wesentlicher, diesen Wald prägender Faktor ist. Aber ich möchte die gerne im Harz eben ein bisschen mehr als auf den anderen Führungen den Schwerpunkt stellen und eben auch auf besonders historische Vergangenheit der Waldnutzung hinweisen, was man im Harz auch grundsätzlich erstmal sehr schön tun kann und sehr schön da aussieht. Und ansonsten gibt es natürlich auch wieder Harzer Besonderheiten, wie in jeder Region, in der wir Führung machen, gehen wir auf die entsprechende Geologie ein, wir gehen ein bisschen aufs Mikroklima ein, was da jeweils herrscht, auf die Besonderheiten fürs Baum- und Waldwachstum, die das vor Ort zu beachten sind und
ja, sicherlich werden wir auch noch ein bisschen was mit Fichtenkahlflächen zu tun haben. Möglicherweise, ich habe munkeln gehört, die gäbe es da vielleicht irgendwo. Ja, also das sind so ein paar Sachen, die ich jetzt schon sagen kann. Mehr kann ich leider noch nicht sagen, außer die Termine. Und ich kann euch auch gerne noch anbieten, dass ihr, wenn ihr jetzt eine Harzführung schon buchen mögt, falls ihr das mögt, dann dürft ihr von der auch gerne noch bis ganz kurzfristig vorher wieder zurücktreten, ohne dass da irgendwie eine Bearbeitungsgebühr oder sonst was fällig wird. Das wäre jetzt auch neu. Ab sofort steht das in der AGB, mehr oder weniger ab sofort. Wenn es heute noch nicht drin steht, dann morgen. dass dann eben entsprechend die Führungsgebühr anteilig auch fällig wird, wenn man mir sehr kurzfristig nochmal absagt. Ich denke, das ist nachvollziehbar, weil ich habe den Platz für euch reserviert. Wenn ihr da nicht könnt, dann kann ich niemanden anderen kurzfristig nicht noch mitnehmen. Und dann fehlt in Anführungszeichen ein Teilnehmer, der ansonsten den Platz halt vielleicht belegen gewesen wäre. Ich denke, das ist nachvollziehbar. Also wer sich jetzt anmeldet, der kann ohne Bearbeitungsgebühr sich auch wieder abmelden. Wer sich erst sehr viel später anmeldet, wenn dann auch bekannt ist, wenn ich auch einen Text dazu geschrieben habe und mehr Informationen zu dem, was auf der Führung so zu erwarten ist, verfügbar sind, wer sich dann erst anmeldet, für den gilt das dann natürlich nicht mehr. Ich hoffe, das ist so in Ordnung. Ja, denn an dieser Stelle habe ich auch eine kleine AGB-Änderung, die ich kurz kommunizieren wollte, nämlich ich berechne von denjenigen, die sich innerhalb von 2 Wochen vor der Führung wieder von der Führung abmelden, tatsächlich den vollen Führungspreis. Das ist ja jetzt nicht so, dass das Hunderttausende von Euro sind und ich finde, das ist angemessen. Also zumindest geht es mir so, wenn ich mich zu irgendeiner Veranstaltung anmelde, zu der ich dann nicht erscheinen kann, weil irgendwelche Gründe, dann halte ich es für selbstverständlich, meinem Weltbild, dass ich dann den Veranstaltungspreis trotzdem bezahle, weil man hätte den Platz ja an jemand anders verkaufen können, wenn die Abmeldung rechtzeitig erfolgt wäre oder ich mich gar nicht erst angemeldet hätte. Ja, und also mir entsteht da schon ein wirtschaftlicher Schaden bei so kurzfristigen Abmeldungen, insbesondere wenn es noch mehr Interessenten für die Führung gegeben hätte. Das ist oft der Fall und es ist halt auch einfach ein gewisser Arbeitsaufwand entstanden beim Einplanen, beim Erinnern an die Führung, beim und so weiter, ne? Ich hoffe, das ist nachvollziehbar und es ist ja auch durchaus so üblich, dass bei solchen Veranstaltungen das dann halt auch gilt. Oder wenn du auf ein Konzert gehst, kaufst dir Ticket, erscheinst nicht zum Konzert, kannst du Ticket auch nicht mehr kurzfristig davor noch zurückgeben. Es sei denn, du verhökerst es auf dem Schwarzmarkt und so weiter und so weiter. Ja, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema. Aber ja, ich hoffe, das ist soweit in Ordnung. Aber jedenfalls ist es jetzt so. So, folgende Termine, die findet ihr sowieso auch bei der Anmeldung auf meiner Homepage, wenn ihr da mal vorbeischauen wollt. Müsst ihr selbstverständlich überhaupt gar nicht. Ne? Das ist nur für die ganz, 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 ganz Interessierten. Und der Rest kann gerne fröhlich weiter meine Videos gucken. Das ist ja auch wunderbar. Und daran verdiene ich ja auch ein kleines bisschen Geld. Wenn ihr gegebenenfalls sogar die Werbung über euch ergehen lasst, dann ein bisschen mehr als nur ein ganz, 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 ganz kleines bisschen Geld. Und das ist auch alles, ne? Alles wunderbar. Das ist wirklich ja nur ein Angebot. Und ich habe ja auch nichts davon, wenn da jemand jetzt das Gefühl hatte, ich will den jetzt überreden, unbedingt auf die Führung mitzukommen. Überhaupt nicht. Ja, wenn ihr meint, das ist was für euch, dann seid ihr herzlich eingeladen, euch da anzuschließen. Und wenn nicht, ne, alles ganz toll, alles wunderbar. Gut, also nochmal Termine. 15., 16., 17. und 18. April, das ist quasi Ostern. Also alle Tage, an denen Ostern ein Otto-Normalverbraucher möglicherweise frei haben könnte. Das ist einfach deswegen interessant, weil ich als Selbstständiger kann an Feiertagen auch arbeiten, mache das auch gerne, habe da überhaupt keine Probleme mit. Und dementsprechend kann ich dann, das ist auch für mich halt einfach sehr praktisch, auch gleich 4 Tage in den Harz fahren und dann halt eben für 4, beziehungsweise wahrscheinlich wären es dann 5, einen Tag mal noch für mich. Mindestens. Vielleicht, ja, sehen wir. Aber er kann dann an 4 Tagen in Folge jeweils die Führung machen. Und das wäre dann eben entsprechend, ja, an Ostern. Genau. Los geht's, das kann ich auch noch nicht hundertprozentig sagen, wahrscheinlich frühestens 10.30 Uhr, spätestens 11.30 Uhr. Vielleicht sogar 12 Uhr. Da müssen wir noch gucken. Das hängt so ein bisschen davon ab. Ja,
Kommt auch auf den Monat an. Also im Oktober, es kann sein, dass sich die Startzeit im Oktober zum Beispiel nochmal eine andere ist als im April und erst recht erst im August, einfach weil die Tage kürzer sind. Da müssen wir ein bisschen früher los. Insbesondere im Oktober wäre es, glaube ich, sinnvoll, also dann schon mindestens 11.30 Uhr, also spätestens 11.30 Uhr so rum, anzufangen. Ja, also nur damit ihr da Bescheid wisst. Ja, 6. 7. August wären dann nochmal Termine. 1. 2. 3. Oktober wären noch Termine. Findet ihr alles unten in der Videobeschreibung oder wie gesagt bei mir auf der Homepage. So, ja, so viel zum Harz, viel mehr kann ich da eigentlich gar nicht zu sagen. Kostenpunkt 30 Euro und ja, die anderen zwei Führungen, die kennt man möglicherweise schon. Mein Klassiker ist die sogenannte Siegenführung, die habe ich jetzt am häufigsten gemacht. Entsprechend gut ausgearbeitet ist die inzwischen. Ich denke, sie ist, wer noch nicht dabei war, immer noch sehr interessant. Hin und wieder gibt es sogar mal einen Wiederholungstäter, der das Ding schon zweimal gemacht hat. Und dann gibt es noch den Spezialisten, der schon dreimal gemacht hat. Ne? Vielleicht fühlt sich jemand angesprochen. Vielen, vielen herzlichen Dank auch da natürlich für die Unterstützung. Das ist immer großartig, freue ich mich immer sehr. Ja, jedenfalls, die wäre dieses Jahr nicht so oft, weil für mich, ich kenne sie halt schon. Das heißt jetzt nicht, dass ich sie nicht nochmal gerne mache, aber viele von euch kennen sie halt auch schon. Und drum gibt es da nicht so viele Termine. Das wäre einmal am 14. Mai, am 15. Mai, wieder Samstag, Sonntag, los geht's 11.30 Uhr. Und am 10. und 11. September, da müssen wir uns noch überlegen, aber da können wir wahrscheinlich auch noch 11.30 Uhr los. Falls ich mir das nochmal anders überlege, dann ändert sich da die Uhrzeit halt um eine halbe Stunde. Ich hoffe, das macht jetzt in eurer Planung keinen gigantisch großen Unterschied. So, ja, also das ist die Siegener Führung. Grob, worum geht's da? Das Ding hat den Arbeitstitel, bis heute Arbeitstitel, wie sieht der Wald von morgen aus? Wir gucken uns verschiedene Waldbilder an, gucken uns ein bisschen die Zukunftsfähigkeit der verschiedenen Waldbilder an, darunter auch historische Waldbilder, die tatsächlich bis heute aber funktionieren. Ein bisschen sämtliche Hauptbaumarten zumindest mal spielen eine Rolle. Wir haben sehr schöne Musterbeispiele, auch wieder für fast sämtliche Hauptbaumarten, wo es besonders gut wächst. Wir haben in vielen Fällen auch Beispiele, wo es tatsächlich nicht so gut wächst, wofür keiner was kann. Ne? Also nicht, dass das jetzt irgendwie Fusch am Bau wäre oder sowas, sondern einfach, weil die Natur halt nun mal manchmal auch schwierige Wachstumsbedingungen mitbringt und damit musst du dann arbeiten oder du arbeitest halt nicht damit und lässt du dann an dem Punkt machen, was so lustig ist. Das ist auch eine Option. Auch dafür sehen wir dann möglicherweise Beispiele. Bodenkunde spielt eine Rolle und vor allen Dingen auch eben die Baumartenwahl für die Zukunft. Und auch, da das ja die NRW-Führung ist, das gilt für jede Führung, es wird auch immer ein bisschen auf spezifische Bundesland und die entsprechende Region eingegangen und jedes Bundesland hat ein bisschen andere Bedingungen für den Wald, ein bisschen andere Wachstumsbedingungen, anderes Klima, andere Geologie etc. pp. Und diese Besonderheiten für NRW spielen dann natürlich auch nochmal eine größere Rolle. Die Führung hat dahingehend noch einen kleinen Vorteil, weil ich die schon so lange mache, dass ich euch auch erklären kann, wie sich der Wald im Laufe der letzten paar Jahre verändert hat. Normalerweise ist diese Veränderung nur sehr, sehr klein, aber jetzt haben wir ja diese lustige Dürre gehabt, 2018, 19, 20. Und die hat natürlich zu deutlich größeren Waldveränderungen geführt, als das Normalfall in ein paar Jahren der Fall ist. Und das macht es für mich auch ziemlich interessant, weil ich halt wirklich genau sagen kann, hier habe ich vor 3 Jahren noch Folgendes erzählt, war aber schwach. Sinn, es ist ganz anders gekommen. Das klingt jetzt so, als hätte ich keine Ahnung. Nee, keiner wusste das. Ja, es gibt ja viele Sachen, die uns jetzt an 18, 19, 20 Dürreperiode, das war noch nie da. Ja? Und da das noch nie da war, konnte auch niemand erahnen, was da passiert. Ich nicht, die anderen Kollegen nicht, das hat keiner vorhersagen können. Drum befinde ich mich in guter Gesellschaft und gebe auch gerne zu, dass ich an manchen Stellen Blödsinn erzählt habe. Einfach weil ich hätte es nicht besser wissen können, außer ich bin jetzt irgendwie großer Prophet oder sowas und daran scheitert es noch ein bisschen. Ich arbeite dran. Ja, Termine habe ich gesagt, 14., 15. Mai, 10. bis 11. September. Falls ich sie nicht gesagt habe, habe ich sie jetzt nochmal gesagt. So, dann wäre noch die Kalfführung, die ist letztes Jahr zum ersten Mal in Kraft getreten. Da waren es nicht ganz so viele Termine, was einfach daran lag, dass einige Termine in Corona gefallen sind und dann entsprechend untergegangen, da konnte ich nichts machen. Dieses Jahr alles genehmigt und hoffentlich nicht von Corona betroffen ist der 2., 3. April, wieder Samstag, Sonntag, 11. und 12. Juni und der 27. und 28. August. Da dürft ihr euch gerne was aussuchen, wenn ihr da Lust habt.
Los geht's um 11 Uhr. Vielleicht nochmal für alle Führungen. Wichtig. Ja? Die dauern 6 Stunden. Die dauern nicht nur 6 Stunden, weil ich 6 Stunden am Labern bin. Das bin ich zwar, aber wir laufen dabei zwischendurch auch nochmal ein Stückchen. Ja, und immer wenn wir laufen, kann man mir Fragen stellen. Und immer wenn wir stehen bleiben, halte ich im Grunde einen Vortrag. Einen kleinen zum entsprechenden Dingens vor Ort. Und das kann man dann auch anfassen, dran riechen, drumherum laufen, was man möchte. und dadurch kommt schon eine gewisse Strecke zustande, auch weil wir uns eben viele Waldbilder angucken wollen. Das geht nun mal im Regelfall nicht auf einer kurzen Entfernung. Ja, es ist jedenfalls nicht ganz unanstrengend. Also gilt auch für alle Touren eine gewisse normale Gesundheit und eine halbwegs 40% der Bevölkerung entsprechende Fitness, also ein bisschen unterdurchschnittlich, ist schon noch völlig in Ordnung, aber das sollte es dann schon sein, damit man da einigermaßen gut mithalten kann und hinterher auch nicht tagelang Muskelkater hat, sowas in die Richtung. Ne? Also das ist, wie gesagt, alles nicht für Leute mit größeren Bewegungseinschränkungen konzipiert, woher auch immer die resultieren, und findet übrigens auch bei fast jedem Wetter statt, es sei denn, es ist wirklich ein lebensbedrohliches Wetter, heißt Sturm, Starkregen, wirklich krasser Starkregen, enorme Gewitter, die sich ankündigen, und dann muss ich das kurzfristig absagen, dann gibt es aber einen Alternativtermin. Und wer da nicht kann, der kann sich dann auch wieder abmelden, also das kriegen wir dann alles irgendwie geregelt. Aber wenn es nur ein bisschen regnet oder nur ein bisschen kalt ist oder auch nur ein bisschen heiß ist, findet es trotzdem statt, auch nur, dass ihr da Bescheid wisst. Das ist halt nun mal, wir gehen halt eben in den Wald und nicht in den Stadtpark, da muss eben nun mal auch mit ein bisschen härteren Bedingungen dann gegebenenfalls vom Wetter her gerechnet werden. So, vielleicht für der Einfachkeit halber noch schnell, wo ist zum Geier nochmal Siegen? Na gut, könnt ihr einfach googeln, aber ist im Grunde so in der Südostecke mehr oder weniger von Nordrhein-Westfalen. Und Calw ist so ein Stückchen Süd mit leichter Westtendenz von, ja schon noch mit deutlicher Westtendenz von Stuttgart. Ja? Da so in etwa, also im Schwarzwald. So, und dann können wir noch mal kurz drauf kommen, was ist denn in der Calw-Führung so zu sehen? Naja, Baden-Württemberg hat eine lustige Karte mit Waldschäden. Da finden wir zu jedem Landkreis, den wir so haben, entsprechend eine lustige Farbe, die so ungefähr angibt, wie viel abgestorbene Bäume und wie viel Waldschädigung man da so grob hat. Und diese Karte ist eigentlich durchgehend in so einem leichten, keine Ahnung, wie diese Farbe heißt, aber es ist so was leicht Rötliches. Ja? Bis auf eine Ausnahme, der eine Landkreis, der farblich deutlich weniger rot ist, der einzige, der viel Wald hat und trotzdem weniger rot ist, ist halt Landkreis Calw. Und dafür gibt es Gründe. Und diese Gründe werden wir uns da angucken. Und Arbeitstitel der entsprechenden Führung ist zukunftsfähige Nadelwaldbewirtschaftung, sehr naturnahe Nadelwaldbewirtschaftung auch und trotzdem eben Nadelwaldbewirtschaftung. Das ist auch sehr, sehr interessant. Also es geht nicht grob um groß um Wirtschaft. Es geht einfach nur darum, dass die Nadelbäume da unglaublich gut wachsen können. Und das hat eben Gründe. Mikroklima spielt eine Rolle, das Wildschwein spielt eine verstärkte Rolle, verschiedene Baumarten spielen eine Rolle und Flechten und Moose sind auf der Führung auch mal deutlich wichtiger. Auch die Geologie kommt ein bisschen mehr zum Zug. Die können wir uns da auch angucken. Also nicht nur theoretisch stehen wir hier auf Stein und der ist so und so halt, sondern wir können ihn auch angucken und durchlaufen zum Teil und drunter kriechen und was es da alles für Möglichkeiten gibt. Ja, Tiere spielen eine etwas größere Rolle als auf anderen Führungen, aber über allem steht im Grunde die Zukunftsfähigkeit dieser wirklich großartigen, ganz besonderen Wälder. Die haben zum Teil auch wirklich einen gewissen, ja, da muss man wieder vorsichtig sein, damit das nicht zu esoterisch klingt, einen gewissen Märchenwaldcharakter, sind einfach auch sehr, sehr schön, optisch, einfach ästhetisch, sehr ansprechend. Ja. Ich hoffe, das Land mehr Informationen auch da wieder auf der Homepage. Termin habe ich euch hoffentlich gesagt. Um 11 geht's los. Und ja, das sind so die drei Gruppenführungen, die dieses Jahr stattfinden. Es kommt eventuell noch eine vierte dazu, das ist aber noch nicht ganz sicher. Da hängt es noch ein bisschen von Genehmigungsverfahren und Ähnlichem ab. Daher muss man da noch ein bisschen gucken und noch ein bisschen abwarten. Und wenn das soweit ist und ich da was Näheres weiß, das wäre dann eine kürzere Führung. Kürzer auch im Sinne von weniger Kilometer, deutlich weniger Kilometer. Calw ist übrigens ungefähr genauso anstrengend wie Siegen, wenn wir das auch nochmal gesagt haben.
einfach für die Leute, damit die eben nicht so gut zu Fuß sind. Wenn das funktioniert, dann wäre diese Führung bei Karlsruhe. Das ist natürlich jetzt auch wieder sehr im Süden, weil es lohnt sich halt für mich nicht, für eine kurze Führung bis sehr weit weg zu fahren. Ich hoffe, das ist dann auch ein bisschen nachvollziehbar. Und wer dann in der Nähe wohnt und eben nicht so gut zu Fuß ist und gerne trotzdem eine Bennführung machen möchte, den, wenn das dann klappt, den kann ich dann nach Karlsruhe einladen. Aber wie gesagt, das ist noch nicht ganz spruchreif. Da werden wir noch gucken, ob das dann funktioniert. Und wenn ja, dann sage ich natürlich sofort Bescheid. So, dann hätte ich noch kurz anzumerken, theoretisch gibt es ja noch Einzelführungen. Auch das werdet ihr sehen, wenn ihr mal Lust habt, auf die Homepage zu gucken. Und da wäre noch anzumerken, erstens, super toll, dass das dieses Jahr offensichtlich auf viel Interesse stößt. Ja, freue ich mich sehr. Also wer da sich schon angemeldet hat und sich da vielleicht auch eventuell ein ganz kleines bisschen drauf freut, das beruht auf Gegenseitigkeit. Das werden hoffentlich ganz, ganz tolle Touren. Ansonsten, wer vielleicht noch Interesse entwickeln sollte, freie Termine erst wieder ab August. Bis dahin ist tatsächlich voll und dazwischen sind wir auch ein bisschen im Urlaub. Beziehungsweise, ja doch, ich darf es glaube ich Urlaub nennen. Wir wollen eine Runde nach Norwegen durchs Jotunheimen wandern. Jotunheim, das Heim der Riesen, also die höchste Bergsregion Norwegens. Ich war da schon vor vielen Jahren irgendwann mal und jetzt möchte ich gerne mit meiner Frau da auch noch mal eine Runde durchdrehen. Tolle Panoramen, wunderschön. Aber ja, dazu dann gegebenenfalls auch dann irgendwann noch mal ein bisschen mehr. Einen kleinen Bericht wird es auf jeden Fall, mindestens einen kleinen, wird es auf jeden Fall geben. Ein letztes vielleicht noch, was mir am Herzen liegt, nämlich noch ein paar Takte zur Preisgestaltung. Ja, inzwischen kostet ja so eine Waldführung, zumindest die langen 6 Stunden. Kalf ist ein bisschen günstiger, weil ich da nicht so weit fahren muss. Da muss ich auch nicht auswärts übernachten, sondern kann am gleichen Tag wieder nach Hause. Aber die langen 6 Stunden im Harz und Kalf geht übrigens auch 6 Stunden, so ist das jetzt nicht, aber im Harz und bei Siegen, kosten 30 Euro. Ja? Und das ist natürlich nicht nichts und ich bin da lange am Hadern gewesen und habe da lange ein bisschen überlegt, ja, kann ich denn so viel Geld nehmen, darf ich denn so viel Geld nehmen? Ich hatte mal irgendwann 15 Euro genommen, da haben mich manche Leute schon fast ausgelacht, das ist ja viel zu günstig. Dann habe ich 20 Euro genommen, da haben mich dann immer noch ein paar Leute ausgelacht, aber das hat abgenommen. 25 Euro wäre für mich jetzt eigentlich ein guter Preis, damit könnte ich auch wunderbar rechnen und damit würde ich auch ordentlich was verdienen. Blöd ist jetzt bloß Folgendes, ja, weshalb ist es 30 Cent. Erstens gestiegene Spritkosten und unser lustiges orangenes Auto ist leider nicht das sparsamste auf der Welt. Wäre natürlich irgendwann mal interessant, entweder einen sehr, 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 sehr sparsamen Benziner oder tatsächlich auch mal vielleicht einen E-Schlitten eines Tages. Aber gut, noch muss es die alte Karre tun. Und, Entschuldigung, dieses wunderbare Karottenmobil. Wir mögen es sehr gerne. Aber ja, und da kommen also einfach gestiegene Energiekosten natürlich ein bisschen beim Preis mit drauf. Das wären jetzt eigentlich nur so 1-2 Euro pro Führungsteilnehmer. Aber die restlichen 3-4 Euro kommen dadurch zustande, dass ich jetzt gerade rechtlich tatsächlich ein kleines bisschen in der Schwebe stehe, ob ich nun Mehrwertsteuer abführen muss oder nicht. Und da die ja erstmal größte und relevanteste Einkommensgruppe tatsächlich diese normalen Standardführungen für mich sind und vor allen Dingen die Einkommensgruppe, wo die Mehrwertsteuersituation am unklarsten ist, muss ich jetzt leider aus Gründen dessen, dass ich sonst hinterher massive Probleme kriegen könnte, vielleicht passiert es auch nicht, dann tut es mir leid, aber es könnte passieren, dass mir das Finanzamt eben, weil sie zwischendurch jetzt mal dann feststellen, dass ich jetzt doch Mehrwertsteuer abführen muss, eben da 19% meiner Einkünfte wieder abzwackt. Und deswegen muss ich, wie jeder Gewerbetreibende, die 19% vorher draufschlagen, damit, wenn sie abgezwackt werden, trotzdem noch der Preis, den ich kalkuliert habe, den ich halt brauche, um so auch einen gewissen Gewinn natürlich erzielen zu können, weil Unternehmensgewinn ist gleich das Geld, was wir haben zum Leben. Das muss dann halt leider eben so konzipiert sein. Und wie gesagt, würde ich es nicht draufschlagen, dann hätten wir wirklich finanziell ein größeres Problem, sollte es dazu kommen, dass wir dann das... Wir, sage ich immer, ich. Meine Frau hilft mir natürlich viel, aber es ist schon mein Unternehmen, in Anführungszeichen,
was heißt in Anführungszeichen, ja doch, das ist es. Und daher wäre das halt dann schon wichtig, dass dann das Geld auch da ist, was man ans Finanzamt dann weiterleiten muss. Ne? Drum eben jetzt und die gestiegenen Energiekosten, eben nochmal die Preissteigerung. Dafür könnt ihr dann erwarten, dass 2023 mit Sicherheit keine neue Preissteigerung kommt und 2024 hoffentlich, es sei denn, irgendeine ganz riesige Katastrophe bricht herein, aber das kann ich mir nicht vorstellen, was das sein soll, hoffentlich auch nicht. Und dass wir dann bei den 30 Euro eine Weile bleiben können. Auch wenn dann eben doch das mit der Mehrwertsteuergeschichte eben kommen sollte. Ja? Ja. Und ansonsten fällt mir, glaube ich, jetzt zu dem Thema nicht mehr allzu viel ein. Vielleicht war es ja für den einen oder anderen interessant, erfahrungsgemäß führen die. Es gibt neue Führungsvideos tatsächlich, statistisch gesehen, zu der einen oder anderen Anmeldung. Daher gehe ich davon aus, dass es für den einen oder anderen oder die eine oder andere selbstverständlich, das ist nicht böse gemeint, ich verwende immer das generative Maskulin, ne? Ohne da groß böse drüber nachzudenken. Und ich glaube, ich werde im Laufe meines Lebens daran auch nicht allzu viel ändern, nur dass ihr vorgewarnt seid. Und. Ich freue mich. Also ich freue mich sehr, dass auch dieses Jahr erstens wieder Führungen möglich sind. Dieses Jahr auch Frühjahrsführungen, sofern dann hoffentlich noch Frühjahr genug ist, dass man es Frühjahr nennen kann, Führungen möglich sind. Die sind ja letztes Jahr vollständig ausgefallen und ansonsten waren das jetzt so die wesentlichen Kanalneuigkeiten. Das mit dem Urlaub hatte ich auch gesagt, das wollte ich euch noch kurz erzählen. Ursprünglich wollte man nach Island. Vor allen Dingen wollte ich nach Island. Und es gab da ein kleines Kommunikationsproblem innerehelicher Art, dass ich dachte, meine Frau wollte auch unbedingt nach Island. Tatsächlich war die da aber schon zweimal und hat die Insel gesehen. Und darum, sie wäre natürlich gerne nochmal mit mir mit. Das wäre jetzt nicht das Ding gewesen, aber sie muss dann doch nicht so unbedingt nach Island. Ja, und da ich festgestellt habe, wie teuer Island eigentlich ist, es ist wirklich irre, was du da zahlst, wenn du da auch wirklich viel von der Insel sehen möchtest. Das läuft dann auf Mietwagen hinaus und die kosten ein Vermögen. Insbesondere da wir mit der Planung im August erst haben anfangen können, weil es da klar war, ob es denn theoretisch überhaupt klappen könnte. Da waren die Mietwagen dann schon gar nicht mehr so günstig und ehrlich gesagt, die komplette Reise würde locker 4.000 Euro kosten. Und da kannst du für einen Bruchteil des Geldes auch einen wirklich schönen Urlaub mit sogar ein, zwei Hüttenübernachtungen, die ich mir früher nie leisten konnte, wenn ich in Skandinavien unterwegs war, als Student oder als Schüler. Ja, kann man dann schon wirklich einen luxuriösen, in Anführungszeichen, Skandinavien-Urlaub für erheblich weniger Geld machen. Und ja, drum ist es jetzt doch Norwegen geworden. Und Norwegen ist auch wunderschön. Und nochmal nach Jotunheim, jetzt auch mit erheblich mehr Outdoor-Erfahrung. Das war damals meine erste Solo-Tour. Ganz alleine und alles selbst organisiert und so weiter und so fort. Im Ausland wohlgemerkt. In Deutschland habe ich natürlich schon ein paar Mal mehr gemacht. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Auch gerade meiner Frau das jetzt mal zeigen zu können, was es da alles für tolle Sachen gibt. Und die Panoramen, oh. Kann man nicht fotografieren, kann man auf Kamera nicht so darstellen, wie das wirkt, wenn man wirklich da auf dem Glittertint steht, beziehungsweise fast auf dem Glittertint. Der Glittertint hat so eine fiese, ganz spitze obendrauf. Da komme ich aus Höhenangstgründen nicht hin. Aber bis fast dahin komme ich. Und zum Beispiel, ne? Vielleicht kommen wir auch auf den Galtjöppingen, auf dem war ich noch nicht. Das ist der höchste Berg von Skandinavien. Ich habe keine Ahnung, ob ich den korrekt ausspreche. Seht es mir nach. Aber ja, aber jetzt habe ich wirklich alles gesagt. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, fürs Zuhören. Wünsche uns, sofern da wirklich jetzt Leute dabei sind, die da Interesse an der Führung haben, da dann auch ganz, ganz viel Spaß. Und ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Dahin auch wieder mit Sachinhalten. Und tschüss. Danke.